Hallo und willkommen mal wieder zurück zu Let's Play Paper Mario, liebe Freunde. Und ja, seht euch mal das an, rechts unten. Ich habe schon eine Spielzeit von 17 Stunden und 37 Minuten. Das ist eigentlich ziemlich viel für so ein Spiel, was ich aber auch gut finde. Ja, und ein einziger hoher Stern muss jetzt noch gerettet werden. Ja, und ihr könnt auf der Karte hier sehen, wo ich überall schon gewesen bin. Jeder einzelne Punkt steht für ein Gebiet, wo ich gewesen bin. Hier unten haben wir zum Beispiel Lava Lava Island. Ja, die Blütenfelder, die waren hier drüben. Und hier der Nebelpfad. Ja, und hier haben wir noch Tubablubas Schloss. Drunter die staubtrockene Wüste mit dem staubtrockenen Vorposten, dem Klippenberg. Buhus Villa im Nimmer-Nimmer-Wald. Sogar die Festung der Cooper-Brüder. Ja, und hier haben wir Tortown und alles, was noch drum herum liegt. Ja, aber bevor ich mich ins siebte Kapitel aufmache, muss ich noch ein paar Dinge erledigen. Und dann... Mario, gutes Timing. Jemand hat nach dir gesucht. Er ist drüben in Melons Haus. Ach, tatsächlich? Dann schauen wir doch mal vorbei. Oh, du bist es. Du kommst genau richtig. Da wartet jemand auf dich. Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sternental. Das Sternental liegt in der Biberregion, ein kalter Ort im hohen Norden, fast am Ende der Welt. Merle, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr, sehr Wichtiges mitteilen muss, Mario. Merle aus dem Sternental ist mein Sohn, Mario. Es scheint, als würde er dich brauchen. Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass es etwas von höchster Wichtigkeit ansteht. Du musst ins Sternental gehen, verschwende keine Zeit. Ja, bitte beeil dich. Ich laufe voraus und werde Merle über dein Kommen informieren. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die mit Biber City verbunden ist. Das Sternental ist ganz in der Nähe von Biber City. Mario, lauf rasch zu meinem Sohn. Er wartet auf dich im Sternental. Ja, das ist unser nächstes Ziel, das Sternental zu erreichen, aber da werde ich noch nicht hingehen. So, was steht denn diesmal auf dem schwarzen Brett? Tortown News. Heiße Neuigkeiten. Pilzpalast gesichtet. Laut Himmelsforschung ist es an klaren Tagen möglich, einen schwarzen Punkt am Himmel auszumachen. Zwar ist es nur ein vager Schatten, es reicht aber, um die Stadtbevölkerung wieder mit Hoffnung zu erfüllen. Die Form ist nicht genau bestimmbar, aber jeder ist der Ansicht, dass es sich um den Palast und Bowsers Festung handeln muss. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Prinzessin kommt nach Hause. Die TTN-Redaktion. Tortown Underground News. Vor ein paar Tagen habe ich etwas von Omelettes berühmter Küche probiert. Man sagt von ihr, sie sei eine ausgezeichnete Köchin, aber leider war dieses Essen wohl ein misslungener Versuch. Der Typ, mit dem ich dort war, fand seines ziemlich gut, aber ich musste fast... Es schmeckte so übel. Ich hatte wohl nur Pech, aber ich habe Angst, noch einen weiteren Versuch zu wagen. Pechvogel mit Magenverstimmung. Okay, das ist auch nicht schlecht. Hey, lol. Und hier gab es einfach einen Sternsplitter in den Baum. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich schon wieder 11 Stück, aber das ist auch nicht die Welt. So, aber ich weiß gleich, wo ich noch einen weiteren bekommen kann. Und zwar habe ich hier endlich Sushi dabei. Also, was heißt hier endlich? Die habe ich eh schon etwas länger dabei. So, denn hier gibt es nämlich auch einen Steg und hier unten sogar eine kleine Warbröhre. Und mit Sushis Hilfe kann ich da auch hin. So, irgendwie. Ich weiß jetzt noch nicht genau wie. So jedenfalls nicht. Aber irgendwo hier muss es ja eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Ah ja, genau hier. So. So, erstmal hier rüber. Und hier liegt einfach ein Sternsplitter rum. So, und jetzt will ich noch sehen, wo mich eigentlich nochmal diese Warbröhre hinführt, weil das weiß ich leider nicht mehr. So. Vielleicht ja zu einem Superblock, wer weiß. So, auf jeden Fall bin ich wieder in der Kanalisation. So. Tatsächlich, ein Superblock. Cool. So. Wen stufe ich denn auf? Lucky Lester erlernt Hurricane. Watt erlernt Megashock. Parakari Valkyrie.
Cooper wäre sehr gut. Er lernt Feuerpanzer. Den Gegnern brennt bald der Kittel. Ich glaube, Cooper darf jetzt endlich mal aufgestuft werden in den Ultrarang. Ja, bitte, aufstufen. Cooper wurde in den Superrang aufgestuft. In den Ultrarang. Und ich glaube schon wieder totalen Schwachsinn. Warum sage ich immer Superrang? Ihr seid doch schon im Superrang. Ultrarang. Ultra ist viel besser als Super. Ultrarang. So. Die einzigen, die jetzt noch immer im Superrang sind, sind Gumbario, Parakari, Watt und Lucky Lester. Das heißt, ich muss insgesamt noch 4 weitere Superblöcke finden, damit ich auch alle in den Ultrarang aufstufen kann. Ja, und da kann mir eigentlich mehr lieblich helfen vom Sternschnuppengipfel. Weil die kann mir ja gegen Bezahlung auch sagen, wo ich einen Superblock finden kann. So, aber vorerst, ja, begebe ich mich, glaube ich, eh in die Kanalisation, aber diesmal halt wieder über den direkten Weg. Weil ich kann ja noch eine Warp-Röhre zu Yoshis Siedlung auf Lava Lava Island aktivieren. So, und du hast hier jetzt eigentlich nur praktische Orden, aber die einfach viel zu teuer sind. 150 Münzen habe ich leider nicht. Aber damit muss ich vorerst leben. So. Es gibt nämlich in der Kanalisation noch einen dritten Blooper, den ich auch besiegen muss, damit ich weiterkomme. Und das ist natürlich das stärkste Exemplar von den dreien. Und zwar, wenn ich hier unten in das Loch springe, gibt es auch hier einen Steg und mit Sushi komme ich da jetzt drüber. Aber vorher will ich nochmal meine Orden checken. Superschwung plus Powerdowns. Ja, Hammerangriffe bringen hier sowieso nichts. Gruppenfokus brauche ich da wohl auch nicht. Schnellwechsel lasse ich an, Doppelgriff auch. KP plus BP plus das auch. Stachelschild, Protektor, Rabatt. Am besten den Tu-mir-nichts-Orden anlegen. Und ja, vielleicht noch den Multisprung. So, das sollte eigentlich reichen. Idems habe ich ja auch noch 2 Sternenwinde dabei für den Notfall, einen Lebenspilz und noch die ganzen anderen Heil-Items. Also ich bin schon zuversichtlich, dass ich auch diesen Blooper jetzt platt machen werde und der taucht gleich jetzt auf, weil hier erscheint dann auch die Warp-Röhre. Blooper! Oh mein Gott! Der ist ja riesengroß. So, dann wechsle ich mal schnell auf Gumbario. Und Scanner. Das ist ein super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. Maximale KP 70. Angriffsgrad 5, Verteidigung 0. Boah, 70 KP? Das ist ja Wahnsinn. Glaube mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sehr gewappnet, Mario. Jetzt geht's um die Wurst. Naja, das ist wohl wahr. Also 70 KP ist jetzt wirklich nicht wenig, aber ich werde ganz einfach wieder den Sprung Doppelplus machen. So. Zack. Ja, 5 Schaden ist mir egal. So, dann wechsle ich mal auf... am besten wechsle ich mal auf Watt. So, und du machst jetzt den Turbolader. So, nochmal die Angriffskraft erhöhen. Und noch einmal Sprung Doppelplus. So richtig schön aufpowern. So, und das sind auch schon die kleinen Blooper-Babys. So, na gut, dann wechsle ich wieder auf Gumbare. Ich will die nämlich auch scannen, weil ich wissen will, wie viele KP die haben. So, Blooper-Baby. So, okay, die haben 6 KP und eine Angriffskraft von 2. Also, eher lästig als gefährlich. Gut, na dann mache ich gleich mal einen... Ich mache gleich den Doppelgriff und setze 2 Sternenbinde hintereinander ein.
Dann mache ich dem großen Blooper schon mal 12 Schaden insgesamt und die Blooper-Babys sind auch platt gemacht. So. Und den zweiten Sternenwind. So, und mit dem Rabatt oben kriege ich wieder schön Münzen zurück. Sehr gut. So, und jetzt... Oh Gott, jetzt wird er richtig rot. Das heißt, ich muss unbedingt... Ja, Moment, ich greife ihn... Ja, erstmal auswechseln auf Lady Boo am besten. So, aber vorher greife ich ja trotzdem noch mit Marios Powerhüpfer endlich an. So, na, seht ihr, wie viel Schaden ich mache? Das ist doch cool. Der hat nur noch mehr 18 KP und jetzt macht mich Lady Boo einfach unsichtbar. Und dann kriege ich auch nicht seine aufgeladene Attacke ab. Was denn jetzt? Ja, jetzt reduziert der Zauber den Schaden, obwohl ich mich eh unsichtbar gemacht habe. Ist das dumm? Oh, hat eh nicht getroffen. Mir wäre es lieber, der Zauber würde meine Sternenpunkte erhöhen, wenn ich ihn besiege. Oh, Moment mal, ich habe ja mit Lady Boo den Zug verbraucht, dann mache ich ganz einfach weiter den Powerhüpfer. So, nur noch mehr 8 KP. Oh, und wieder voll ins Gesicht geschissen, du bist so eklig. Genau wie alle anderen Bloopers vor dir. So. Na dann, Lady Boo, Fächer Lady, beende es. Jawohl, und der Super Blooper ist besiegt. Und ich bekomme... Oh, 26 Sternenpunkte. Och Mensch, ein einziger Sternenpunkt, ich hätte ein Level up. Na egal. So, hier haben wir wieder einen Schalter. Und hier hätten wir die Warp-Röhre zu Yoshis Siedlung. So, dann muss ich nämlich nicht mehr ständig mit dem großen Wal hierher fahren. Ja, und wie gesagt, dieser gelbe Yoshi hier, wenn ihr mit dem sprecht und irgendetwas Gekochtes von Omelette dabei habt, dann schenkt ihr euch eine Melone. Anders bekommt man die nämlich gar nicht. So, und ich werde mich gleich mal heilen. Also ich finde das ein bisschen blöd für diese schon. Ein einziger Sternenpunkt mehr und ich hätte schon ein Level-Up gehabt, aber egal. So, ausruhen. Ja, dann kämpfe ich ganz einfach gegen so einen komischen Tropenfuzzi, dann kriege ich auf jeden Fall ein Level-Up, oder? So, zumindest einen Sternpunkt müssten die ja mindestens noch geben. Da wechsle ich am besten mal auf Cooper und demonstriere euch mal den Feuerpanzer. So. Und ja, ich glaube, diesmal erhöhe ich auch meine Blütenpunkte auf 25, damit das wieder schön ausgeglichen ist. So, na komm her. Und zack, ihr seid eh nur zu zweit. So. Feuerpanzer. Greife alle Bodengegner mit einem brennenden Panzer an. Oh, hoppla. Ich habe jetzt nicht ganz hundertprozentig aufgeladen, aber habe trotzdem 5 Schaden gemacht. So, und ich krieg schon mal definitiv ein Level up. So, ihr seht schon, die Gegner geben mir jetzt nur noch mal einen einzigen Sternenpunkt. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder das Level aufsteige, dann geben die mir gar keine Sternenpunkte mehr. So, und Level up. 25 Blütenpunkte. Sehr schön. So, wunderbar. Und beim nächsten Mal werde ich sicher wieder meine KP noch einmal erhöhen auf 30. Ich glaube, das sollte dann auch reichen. Den Rest werde ich dann nur noch mehr auf Blütenpunkte setzen, dass ich schön Spezialattacken einsetzen kann. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück. So, und hier unten geht es natürlich noch weiter. So. Wow, mein Gott, Fieskoopers. Fieskoopers finde ich fies, ja.
Hier gibt es aber auch noch Stacheln, über die komme ich dann natürlich mit Lucky Lester drüber, aber erstmal will ich eigentlich hier weiter. Ja, hier gibt es eine Warpröhre und hier hinten ist noch ein Block, an den ich noch nicht rankomme. Aber hier geht es nochmal weiter. So, was haben wir denn hier? Hä? Warte mal, hier geht es aber noch weiter runter. So, was haben wir jetzt hier unten? Ah, eine verdächtige Wand. Und weggesprengt. Hä, was zum... Wer bist du denn? Sieh mal einer an. Hallo, hallo, hallo. Herr Osso, zu deinen Diensten. Du scheinst ja ein unternehmungslustiges Kerlchen zu sein, weil du diesen Ort hier auswendig machen konntest. Was ich hier mache? Ich betreibe nur mein kleines Geschäft und kümmere mich um mich selber. Aber du, mein Freund, bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen. Denn ich habe ein tolles Angebot für dich. Es ist etwas ganz Besonderes und kostet gerade mal 64 Münzen. Interessiert? Vertrau mir. Naja, also der Typ hier, der verkauft mir teilweise totalen Plunder, aber er hat auch Sternsplitter dabei. Und die verkauft er aber immer nach der Reihenfolge. Das heißt, ich muss vorhin erstmal das ganze andere Zeug kaufen, bis er mir mal einen Sternsplitter andreht. Das heißt, ich werde das mal kaufen. So, und wow, cool, ich habe sogar schon einen bekommen. Gute Entscheidung, ich danke dir zutiefst. Aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, dann hast du dich getäuscht. Ich habe etwas noch Besseres zum selben Preis. 64 Münzen. Aber sei gewarnt, dieses Angebot besteht nur für kurze Zeit. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du dir selbst ein wunderschönes Monogramm in den Bauch beißen. Also wie wär's? Ich habe leider nicht genug Münzen. Aber egal, also ich... Genau, hier gibt's jetzt eine Warpröhre. Und ich bin wieder in Tortown, und zwar in dem einen verschlossenen Haus. Und hier drin liegt auch der Fragezeichenschlüssel. Öffnet ein verschlossenes Tor im Fragezeichenhaus. So. Und jetzt bin ich genau wieder hier. Und jetzt kann ich immer, wenn ich will, zu ihm gehen, also zu diesem Erosso da. Und kann mir weitere Sachen kaufen, aber wie gesagt, der hat auch mal totalen Plunder dabei, also zum Beispiel einen Trockenpilz oder so, aber wenn ich den nicht kaufe, dann, wie gesagt, er hat noch weitere Sternsplitter, aber ich muss mich quasi durch sein ganzes Sortiment kaufen, was ich ein bisschen fies finde, aber es geht halt nicht anders. So, Moment mal. Ach, es ist noch Zeit, also ich lese mal ein paar Briefe vor. So. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich habe Post bekommen, also eigentlich ja meine ganzen Mitglieder. Wow, jeder hat einen Brief bekommen, cool. So, Gumbario. Von Guma und von Gumpa. Hier, bitte. Lieber Gumbario, wie geht es meinem kleinen Gumbario? Uns geht es allen gut. Ich hoffe, dein Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Schau doch mal wieder vorbei und wir vermissen dich alle. Viel Glück, meine kleine Gumnus. Ich denke oft an dich, Guma. So, was schreibt denn Gumpa? Lieber Gumbario, wie geht es dir auf deinem Abenteuer mit Mario? Macht es dir Spaß? Genieß die Zeit in der großen weiten Welt, sammle Weisheit auf deinen Reisen. Ich wünsche mir, dass sich dein Abenteuer als fruchtbar erweisen wird. Wenn du Zeit hast, besuch uns doch hin und wieder. Guma vermisst dich ganz schrecklich. Ich freue mich, dich als Erwachsenen wiederzusehen. Gumpa. So. Cooper hat auch Post bekommen. Von Coopers Fan. Okay. Sehr geehrter Herr Cooper, ich muss mich dafür entschuldigen, Ihnen einfach so einen Brief zu schreiben. Aber ich musste es tun. Ich sah Sie in Tortown zusammen mit Mario. Sie sahen so stark und mutig aus, so umwerfend. Wenn Sie es gestatten, würde ich Sie gerne mal mit Ihnen plaudern. Oh, wie peinlich. Ich werde Ihnen bald wieder schreiben. Viel Glück, mutiger Cooper, Ihr Fan. Ich hoffe mal, dass das ein weiblicher Fan war. So, und noch ein Brief von Coover, den kennen wir doch. Lieber Cooper, was macht das Abenteuer? Ich kann nicht glauben, dass du mit Mario unterwegs bist. Ich bin so eifersüchtig. In Kubaim ist alles beim Alten. Colorados Frau wartet ungeduldig auf seine Rückkehr. Du und Colorado, ihr habt so viel Aufregung in eurem Leben. Was für ein Glück. Auf jeden Fall alles Gute. Cooper aus Kubaim. Sehr schön. So, Bombette. Ein Brief von Bruce.
Liebesbrief? Was zum Teufel? Bombette, du musst zu mir zurückkehren, oh leicht entzündlicher Bob-Bomb. Mein Herz wartet auf dich in Cooperheim, es brennt wie eine Zündschnur. Ich werde dich für immer lieben, selbst wenn du mich ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht mal sehe, werde ich ganz sicher explodieren, also bitte beeil dich. Du hast meine Leidenschaft entzündet, komm zurück zu mir, meine Liebe, dein Bruce. Okay. So. Finde ich auch immer witzig, dass Parakari selbst Briefe bekommt, aber warum eigentlich nicht? Von Frost-Tee? Das ist sicher ein Tor aus Beaver City. Lieber Parakari, danke, dass du mir immer meine Post bringst, egal ob es stimmt oder schneit. Da ich so weit entfernt von meiner Familie in diesem kalten Tal lebe, sind die Briefe die größte Freude in meinem Leben. Sanfte Worte von meiner Frau und meiner Tochter geben mir die Stärke, mit meiner Arbeit fortzufahren. Mein Herz springt vor Freude in meiner Brust, wenn ich das Schlagen deiner Flügel höre. Mögest du niemals die Mauser bekommen, dein Fan Frost-Tee. Ja, für alle, die nicht wissen, was das sein soll, Mauser ist eigentlich eine Krankheit, die Vögel bekommen können, wo ihnen die Federn ausfallen. Also, überhaupt nicht schön. So, ein Brief an Lady Boo, zwei Briefe an Lady Boo, einmal von Boo Hutler. An Lady Boo, bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begebt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht mehr schlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich solle euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich meinen Gehorsam. Ich hätte auf jeden Fall mitkommen sollen und euch beschützen sollen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, mit den anderen Buhus von den Sternen zu wünschen, dass ihr sicher wieder zurückkehrt. Bitte passt gut auf euch auf, Buhatler. Und dann haben wir noch einen Brief von den Buhus aus der windigen Schlucht. Liebe Lady Boo, danke, dass ihr uns vor dem schrecklichen Tuba-Blubber gerettet habt. Wir hätten nie gedacht, einen Buhu eures Schlages zu treffen. Allein euer Anblick hätte gereicht, um uns in den Kampf zu führen. Aber ihr seid vorangegangen und habt Tuba-Blubber besiegt. Wir dachten, unsere Freunde wären für immer verloren, aber jetzt sind sie alle zurückgekehrt. Vielen Dank. Wenn eure Reise zu Ende ist, geben wir euch zu Ehren eine Riesenparty. Bitte kommt. Oh, und bitte sagt Hi zu den anderen in der Villa. Die Buhus aus der windigen Schlucht. Das ist doch nett. Die schmeißen hier eine Party. So, und ein Brief an Bart von Fuzipede. Ah, das war dieses kleine Vieh, was im Wal herum Radau gemacht hat. Liebe Bart, ich bin noch immer auf Achse, aber ich werde nie wieder ein Köder sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt, ja? Viel Glück bei dem, was ihr vorhabt. Und wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, dann stört mich nicht, ja? Fuzipede. Okay. So. Ah, ein Brief an Sushi von Sashimi. Sushis Tochter. Ja, die hat sogar eine Tochter, aber die bekommt man in dem Spiel leider nie zu sehen. Liebe Mama, zuerst hörte ich, du wärst im Dschungel verschollen, dann hörte ich, du bist mit Mario unterwegs. Mach ja nichts Gefährliches, komm so schnell wie möglich wieder zurück, ich warte auf dich. Wenn du wieder da bist, wirst du vielleicht schon eine Großchip sein, deine Tochter Sashimi. Ich finde das immer so witzig, weil Sushi und Sashimi, das sind beides japanische Gerichte mit rohem Fisch und die beiden sind halt danach benannt worden. So, und natürlich ein Brief von Lucky Lulu an Lucky Lester, das war ja klar. Lieber Lucky Lester, wo bist du? Ich hoffe, du bist ein braver Lucky und kommst bald wieder. Ich werde nahe der Flüsterwelle auf dich warten. Wenn du nicht zurückkommst, werde ich dich bis ans Ende der Tage suchen. Ich werde so einen Stachelsturm über dir entfachen, dass du nicht mehr weißt, ob du Männchen oder... Es tut mir leid, Liebster. Ich werde immer zornig, wenn ich mich sorge. Deine Lucky Lulu. Na, das scheint ja eine tolle Beziehung zu sein. So, jetzt habe ich mal jeden Brief vorgelesen und ich würde auch sagen, ich werde den Part jetzt beenden. Und im nächsten Part, ja, werde ich mir mal überlegen, was ich machen werde. Ja, also wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Tschüss!